Germania präsentiert Deutsche Nationaldenkmäler Teil 7. Das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal in Berlin. Das Nationaldenkmal, das Reinhold Begas zur Erinnerung an die Einigung des Deutschen Reiches schuf. Am 22. März 1897 feierte man überall im Deutschen Reich den 100. Geburtstag Kaiser Wilhelms I., der wegen seiner großen Verdienste um die Reichseinigung geehrt werden sollte. Nach dem Tod Kaiser Wilhelms im Dreikaiserjahr 1888 wurde 1889 auf Beschluss des Reichstags ein offener Wettbewerb für die Errichtung eines zentralen Nationaldenkmals ausgeschrieben. Der Entwurf des favorisierten Architekten Bruno Schmitz, der unter anderem auch das Kyffhäuser-Denkmal, das Völkerschlachtdenkmal, das Kaiserdenkmal am Deutschen Eck zu Koblenz und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica entworfen hatte, fand jedoch keinen Anklang. So erfolgte 1891 eine zweite, beschränkte Ausschreibung an 8 ausgewählte Künstler. Als Denkmalstandort wurde nun die Westseite der Spreeinsel gegenüber dem Stadtschloss festgelegt, dem späteren Schlossplatz in Berlin. Reinhold Begas, der vom Kaiser hochgeschätzt wurde, gewann den ersten Preis des Wettbewerbs für die Gestaltung des Reiterstandbildes. Begas war seit 1866 in Berlin künstlerisch tätig. Von ihm stammen unter anderem auch das Schiller-Standbild, der Neptunbrunnen sowie einige Statuengruppen entlang der Siegesallee in Berlin. Den architektonischen Teil der Anlage entwarf wiederum der Stuttgarter Architekt Gustav Halmhuber, der sich mit seinem in Zusammenarbeit mit Begas entstandenen Konkurrenzentwurf gegen den Hofbaurat Ernst von Ihne durchsetzte. Die Form und Dimension der einrahmenden Kolonnaden am Spreekanal wurden von Halmhuber dem Eosander-Portal und der Schlosskuppel angepasst. Im Juni 1894 begannen schließlich die Bauarbeiten. Am 18. August 1895 wurde der Grundstein gelegt. Im Rahmen der 10-tägigen 100-Jahr-Feier Kaiser Wilhelms I., die sogenannte Centenarfeier, wurde das Denkmal am 22. März 1897 in Anwesenheit vieler Ehrengäste enthüllt. Begas und Halmhuber hatten in der Gesamtkonzeption im Nationaldenkmal zahlreiche ikonografische und typologische Motive auf eine sehr stimmige Weise miteinander verschmolzen. Noch entscheidender war aber, und das ist das Besondere dieses Nationaldenkmals, dass diese Motive allesamt auch auf das Berliner Schloss und die Berliner Stadtarchitektur Bezug nahmen. Somit war das Nationaldenkmal nicht nur eine Art Musterarchitektur, sondern auch eine wichtige Klammer zwischen dem Schloss und seinem urbanen Umfeld. Das Zentrum des 21 Meter hohen Monuments bildete die 9 Meter hohe Reiterstatue des Kaisers, zur Linken begleitet von einem weiblichen Genius des Friedens, der einen Palmwedel über die linke Schulter trägt. Die Ausrichtung des Reiterdenkmals des ersten deutschen Kaisers in der Achse des Eosander-Portals, des Hauptportals des Stadtschlosses, folgte in erhöhender Weise der Tradition der bisher um das Berliner Schloss errichteten Reiterdenkmäler. Das Denkmal des großen Kurfürsten auf der Kurfürstenbrücke war auf das erste Portal ausgerichtet, und das Denkmal Friedrich Wilhelms III. Im Lustgarten bezog sich auf das vierte Portal.
Der Bronzesockel, an dessen Ecken vier Siegesgöttinnen auf Kugeln schwebten, trug vorne die Inschrift Wilhelm der Große, deutscher Kaiser, König von Preußen von 1861 bis 1888 und auf der Rückseite aus Dankbarkeit und treuer Liebe das deutsche Volk. Die Reiterstatue wurde auf den drei dem Schloss abgewandten Seiten von einer durch gekoppelte ionische Säulen gebildeten Sandsteinhalle eingefasst, die an den Enden durch zwei Eckpavillons abgeschlossen wurde. Um das terrassenförmige Ansteigen des Platzes noch mehr zu betonen, wurde die Halle nochmals um vier Stufen erhöht. Die offene und leichte Bauweise der Halle ermöglichte von allen Seiten eine gute Sicht auf den Reiter und das Schloss. Den Boden der Halle bedeckte ein prächtiger Mosaikfußboden, der in seiner farbigen Wirkung zur einfachen, aber edlen Sandsteinfarbe der Architektur und der Skulpturen in Gegensatz tritt. Die gesamte Denkmalanlage stand auf einem erhöhten Unterbau aus poliertem rotem Wirbogranit aus Schweden. Dieser erhöhte Festplatz rings um den Reiter war über 9 Stufen vom Bürgersteig zu erreichen und war geeignet für nationale Feste aller Art. Der halbkreisförmige Platz erhielt seinen Abschluss zur Wasserseite durch eine monumentale aus gelblichem Sandstein bestehende Säulenhalle in ionischen Stilformen, die sich bis zu einer Höhe von 12 Metern über das Straßenniveau erhob. Auf dem Sims der Vorderseite verkörperten vier Figurengruppen die Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg. Der südliche Eckpavillon wurde bekrönt vom bronzenen Viergespann der Bavaria, ein Werk von Karl Hans Bernewitz. Das Gegenstück auf dem nördlichen Eckpavillon, das Viergespann der Borussia, schuf Johannes Götz. Zugleich standen die Länder unter dem Schutz zweier Reichsadler, die vom Kranzgebälk aus ihre Schwingen über den Wappen ausbreiteten, gemäß dem Psalmwort, unter dem Schatten deiner Flügel beschütze mich. Abermals 9 Treppenstufen führten zu einer Plattform, auf der sich ein elliptischer Unterbau aus dunkelrotem, poliertem schwedischen Wirbogranit erhob, dem sich 4 radial gestellte, weit vorspringende kleinere Sockel angliederten, auf denen 4 gewaltige bronzene Löwen in verschiedenen Stellungen, fauchend, brüllend, lauernd und ruhend, mit Kriegstrophäen lagerten und die Siegesbeute bewachten. Zum Beispiel die Reichskrone. An beiden Langseiten des steinernen Denkmalunterbaues befanden sich, auf der obersten Stufe der Treppe sitzend, die Kolossalstatuen, auf der Nordseite. Die Allegorie des Krieges, muskulöse Gestalt eines jungen Kriegers, die Kriegsbereitschaft des Deutschen Reiches trefflich verkörpernd. Auf der Südseite, die Allegorie des Friedens, jugendlich kräftiger Mann mit gelocktem Haar. Die Relativierung der traditionellen Herrscherikonografie fand ihre Entsprechung in der Art und Weise, wie Begas das Pathos der allegorischen Figuren brach. Indem er die Personifikationen des Krieges und des Friedens auf den Stufen des Denkmals setzte, machte er sie zu einem Teil der Berliner Alltagswelt. Das nördliche Sockelrelief enthielt keine heroischen Schlachtenszenen, geschweige denn die Verherrlichung eines Sieges, wie wir sie beispielsweise vom Triumphbogen in Paris her kennen. Stattdessen schilderte es die Schrecken des Krieges in aller Eindringlichkeit. Auf dem dazugehörigen Relief kann man Folgendes erkennen. Wie ein Gewitter, dessen Blitze rechts oben in einen Baum und ein Gräberfeld einschlugen, bricht hier das Unheil über die Menschheit herein. Auf einem Ross mit feuriger Mähne reitet eine schlangenhaarige Furie, in der einen Hand eine Geißel, in der anderen eine Brandfackel schwingend. Begleitet wird sie von 2 wilden Männern. Der eine, gleichfalls mit einer Geißel ausgestattet, führt das Ross über Leichen, deren Verwesungsgeruch bereits 2 Geier angezogen hatte. Der andere Mann mäht mit seinem Schwert ein Getreidefeld nieder, was sowohl auf den Schnittertod als auch auf die Vernichtung der Ernte und damit auf Hungersnöte anspielt. Rechts unten kauert eine Mutter, in zerschlissene Lumpen gehüllt, mit ihrem ausgemergelten Kind. Mit leerem Blick starrt sie aus tiefen, schwarzen Augenhöhlen in ein trostloses Nichts. Daneben müht sich eine zweite Mutter verzweifelt, ihren kleinen Sohn durch eine Umarmung vor den Heimsuchungen zu schützen. Ein Motiv, das Begas nicht von ungefähr der Ikonografie Kindermord von Bethlehem entlehnt hatte. Auch gibt es Anspielungen auf die apokalyptischen Reiter, die nach dem Buch der Offenbarung Tod,
Teuerung, Krieg und Pest über die Menschheit bringen. Im völligen Kontrast zu den Schrecken des Krieges steht die Allegorie des Friedens. Nicht zufällig war ihr die sonnige Südseite des Denkmals zugedacht. Ein Jüngling, der in seiner Nacktheit ebenso schön wie sanftmütig wirkte, trug auf dem Haupt eine phrygische Mütze, die seit der Französischen Revolution das Attribut des befreiten Sklaven war. Die rechte Hand hielt einen Ast mit zahlreichen Früchten, der linke Arm stützte sich auf das Modell einer Skulptur. Der Frieden, so die Botschaft, beschert der Welt nicht nur Wohlstand und Freiheit, sondern lässt auch die Künste erblühen. Schauen wir uns das Relief auf der Südseite genauer an. Inmitten einer von Bauern und Hirten bevölkerten ländlichen Idylle erscheint eine idealisierte Frauengestalt, um die Palmzweige und Rosen, die zwei Knaben mit sich führen, auf die Felder zu streuen. In den solchermaßen gesegneten und fruchtbar gemachten Boden pflanzen eine Mutter und ihr kleiner Sohn einen Eichensprössling, ein Symbol der Wiedergeburt, das nach dem Zweiten Weltkrieg auf den 50-Pfennig-Münzen wiederkehren sollte. Vervollständigt wird die Szenerie durch ein altes Bauernpaar, das vor der Friedensbringerin dankbar niederkniete. Das zentrale Motiv der ausgestreuten Rosen, das schon in den Friedensallegorien der Renaissance und des Barock auftaucht, fand sich auch bei den Eckfiguren des Sockels wieder. An der Südseite schien die linke Eckfigur in einer bildübergreifenden Interaktion ihre Rosen sogar in das Friedensrelief hineinzureichen. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Gesamtaussage des Denkmals nicht auf die Verherrlichung, sondern auf die Überwindung des Krieges abzielte. Bei den Kämpfen um die Novemberrevolution 1918 wurde das Denkmal in Teilen beschädigt. Bei der anschließenden Debatte entschied man sich jedoch mehrheitlich für einen Wiederaufbau und gegen einen Abriss. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Monument allerdings ohne größere Schäden. Im Winter 1949 jedoch ließ die SED das Denkmal bis auf den Sockel abtragen. Der Abriss war rein politisch motiviert, wie es auch kurze Zeit später beim Berliner Stadtschloss der Fall war. Die stalinistische Doktrin, wonach die Mitte Berlins auch die politische Mitte zu sein habe, und die politische Programmatik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, mussten sich zwangsläufig mit dem Eifer von Bilderstürmerei eben gegen diese Zeugnisse der alten Hoheitsmitte und des Preußentums richten.
Am 6. Dezember 1949 wurde mit der Demontage des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals begonnen. Im September 1950 wurde dann auch die Ruine des Berliner Schlosses gesprengt. Demontage im Herzen von Berlin, der Lustgarten. Das historische Denkmal Wilhelms I. an der Schlossfreiheit wird abgebrochen und soll verschrottet werden. Das Denkmal besteht aus wertvollen Metallen. Am 3. Februar 1945 brannte bei einem Tagesangriff das Schloss bis auf wenige Partien aus. Was übrig blieb, hätte man nach einstimmigem Urteil der Fachleute zur alten Schönheit wieder aufbauen können. Einzigartig in seiner ursprünglichen Pracht stand der monumentale Torso. Insbesondere der Schlüterhof mit seiner so gut wie intakten Fassade war vollständig erhalten. Warum hat die Pankower Regierung im August 1950 trotzdem beschlossen, das Schloss zu sprengen? Das Zentrum unserer Hauptstadt Lustgarten und das Gebiet der jetzigen Schlossruine müssen zu dem großen Demonstrationsplatz werden, auf dem der Kampfwille und der Aufbauwille unseres Volkes Ausdruck finden können. Zu dieser Zeit stand vom Warschauer Schloss nur eine einzige Säule. Dennoch beschloss das polnische Parlament den Wiederaufbau. Das Politbüro der SED hingegen meinte anscheinend, durch die Sprengung den Imperialismus Preußens bekämpfen zu müssen. Als ob der Wert der Kunstwerke jeder Nation an die gesellschaftlichen Verhältnisse gebunden wäre, aus denen sie stammen. Aber ihren politischen Absichten ordnen die Totalitären alles unter. Der Sockel ist auch heute noch am südwestlichen Rand des Schlossplatzes zu finden und steht unter Denkmalschutz. Der Sockelboden war teilweise mit Mosaiken verziert, die unter einer Asphaltschicht vor Witterungseinflüssen bis heute geschützt wurden. Im Jahr 2000 forderten rund 100 Bundestagsabgeordnete die Bundesregierung auf, den Bau eines Denkmals für die »Friedliche Revolution« von 1989 und die deutsche Einheit zu erstellen. Als Ort schlug die Initiative den Sockel des Denkmals auf der Schlossfreiheit vor. Laut dem Bundestagsabgeordneten Günther Noke, CDU, hatte die damalige rot-grüne Bundesregierung aber, wen verwundert es, Zitat, kein Interesse an solch einem positiven deutschen Nationaldenkmal. Zitat Ende. Am 11. November 2001 meldeten die Nachrichtenagenturen Folgendes. Zitat, kein Nationaldenkmal auf dem Berliner Schlossplatz. Den Antrag von 177 Abgeordneten zur Errichtung eines Nationaldenkmals auf dem ehemaligen Standort der Reiterstatue Kaiser Wilhelms I. ist von der Mehrheit des Bundestages abgelehnt worden. Schon der Kulturausschuss des Bundestages hatte sich gegen ein derartiges Denkmal ausgesprochen. Die Befürworter wollten mit diesem Denkmal ein neues nationales Selbstvertrauen der Weltöffentlichkeit präsentieren. Zitat Ende. Am 9. November 2007 beschloss der Deutsche Bundestag dann endlich in der Mitte Berlins ein Denkmal für Freiheit und Einheit Deutschlands zu errichten. Das neue Denkmal soll auf dem Sockel des einstigen Kaiser-Wilhelm-Denkmals errichtet werden. Mit dem Bau des neuen Denkmals wurde im Mai 2020 begonnen. Der 2011 gekürte Entwurf »Bürger in Bewegung« des Stuttgarter Büros Miller und Partner zeigt eine begehbare Schale, die sich bei Begehung neigen kann und deshalb auch oft »Einheitswippe« genannt wird. Ein fragwürdiger Entwurf, der nichts mehr mit der kunsthistorischen Vielschichtigkeit des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals zu tun hat, ja, im direkten Vergleich wie eine Trivialisierung bzw. Bankrotterklärung an die Kulturnation Deutschlands wirkt. Der Architekturkritiker Niklas Mark sprach in diesem Zusammenhang davon, dass die Einheitswippe in ästhetischer Verbindung mit dem originalgetreu wiederaufgebauten Stadtschloss das, Zitat, schiefste Bild aller Zeiten,
abgebe und zu einer, Zitat, veritablen Symbolgrütze verkomme. In Berlins Geschichte graben wir auch bei unserer heutigen Sonntagsfrage. Ein Foto ist dabei Ausgangspunkt bei der Suche nach einem verschwundenen Denkmal. Ob es meinem Kollegen Georg Berger gelingt, es wiederzufinden in der Stadt? In wenigen Minuten gibt's die Antwort, aber erst wird die Frage gestellt. Höchstpersönlich von unserer Auftraggeberin, Zuschauerin Christa Holz. Wo bin ich in den 40er Jahren fotografiert worden? Und was ist aus diesem Denkmal geworden? Christa Holz, vor über 70 Jahren fotografiert auf einer riesigen Figur am Sockel eines Denkmals. Ob Wissenschaftler, Kanzler oder Könige, Denkmäler gibt es einige in der Stadt, auch mit großen Sockeln. Etwa der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Vor der alten Nationalgalerie, gesäumt aber von bekleideten Damen. Und was ist mit dem alten Fritz unter den Linden? Der alte Fritz unter den Linden ist sicherlich das größte Denkmal, das hier in der Stadt in Frage käme. Es hat auch Figuren unten, die sein Leben erzählen. Aber eine Figur dieser Größenordnung, die so liegt, die gibt es hier nicht. Im Verein für die Geschichte Berlins könnten wir es finden. Da es das Denkmal offenbar nicht mehr gibt, schauen die Fachleute in alten Büchern nach. Und sie werden fündig. Nun, sie sitzt auf dem Fuß eines Beiwerks von einem gigantischen Denkmal und da kommt eigentlich nur das Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. in Frage. Und wenn Sie die Fotos vergleichen, dann sehen Sie auch gleich, wir haben die Südseite des Denkmals, die Personifikation des Friedens und das ist die Lösung. Ende des 19. Jahrhunderts ließ Kaiser Wilhelm II. Die Wohnhäuser vor dem Berliner Schloss abreißen, um seinem Großvater ein Denkmal zu setzen. Hoch zu Ross saß der alte Kaiser in Übergröße, umgeben von Löwen und Engeln, Kolonnaden und Adlern. Der kleine Zoo von Wilhelm II. Nannten es die Berliner. Für die Touristen war es eine Attraktion. Das Schloss gibt es bald wieder, zumindest die Fassade. Doch was ist mit der Fläche davor? Der Sockel des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Denkmals wird gerade wieder fit gemacht. In den nächsten Jahren entsteht hier ein neues Nationaldenkmal, eine begehbare Schale, die an die friedliche Revolution von 1989 und die Wiedervereinigung erinnern soll. Der Sockel selbst wird denkmalgerecht saniert, samt den Initialien von Wilhelm I., der über 50 Jahre hier stand. Dietmar Arnold hat ein Buch darüber geschrieben, Dietmar Arnold vom Verein Berliner Unterwelten. Sie kennen das genau. Wie groß war es? Was ist daraus geworden? Das Denkmal wurde geschaffen von Reinhold Begas, der auch den Neptunbrunnen gebaut hat. Und es hatte gigantische Größen, muss man sagen. Für damalige Verhältnisse war es das größte Denkmal von Berlin. Ist dann leider als Auftakt des Abbruchs oder der Sprengung des Stadtschlosses bereits 1949, wohl auf persönliche Anordnung von Walter Ulbricht, oberirdisch abgetragen worden. Und es durften nur noch ganz wenige Spuren übrig geblieben sein. Im Märkischen Museum ist eine der wenigen Figuren gelandet, die den Abbruch überlebt haben. Hier wacht ein Adler über den Innenhof. Der Adler, immerhin 5 Meter Spannweite und aus Bronze, war natürlich ein gewisser Wert. Und man hat ihn dann versucht, vor Schrotthändlern zu retten. Und wir freuen uns, dass wir ihn jetzt vor 2 Jahren haben restaurieren können. Und jetzt ist er in dem inzwischen öffentlichen Hof für jeder Mann und jeder Frau zugänglich. Im Tierpark ist die Gruppe der Riesenlöwen eingezogen, die am Sockel des Kaisers lagen. Sie bewachen jetzt artgemäß das Raubtierhaus und sind beliebte Fotomotive. Es war das Denkmal für Kaiser Wilhelm I. vor dem Berliner Schloss, auf dem sich unsere Zuschauerin fotografieren ließ. Außer diesen übergroßen Löwen hier im Tierpark und dem sehr großen Adler gibt es aber keine Figuren mehr. Sie sind alle eingeschmolzen worden.